Was ist nach oben? Was denn? You are live. Also du siehst dich hier anders versetzt als Genau. da. Komm, mach. Da ist gleich. So, hier ist das Vögelchen. Da musst du reingucken und die Leute anwinken. Na komm. So, jetzt haben wir es da auch. Kannst du dich sehen? Das sieht jetzt nur so verschwommen aus, das haben die Leute anders. Viel Spaß. Achso, ich dachte, ich stelle es So. mir vor. Nein, du darfst dich selber, du bist ja alt genug. Also, okay. Hallo, ich bin Simone. Besser gesagt, Mone. Ich bin bei Mörker hier mit im Laden. Habe das Fotostudio, also ein Teil davon als Fotostudio. Manche von euch kennen mich ja schon. Ich mache hier Fotokurse normalerweise und eine kleine Fotostudio-Ecke haben wir jetzt auch. Unter anderem mache ich auch Kreativkurse wie Fototransfer. Habe das ganz viel auf Messen gemacht, wo ich Mirka natürlich auch kennengelernt habe. Genau, da haben wir uns an der Küste haben wir uns An der kennengelernt. Küste haben wir uns kennengelernt, aber heute machen wir keine Küstenmotive, sondern Kirschblüten, passend zum Kirschblütenfest. Und viele wissen ja auch, Kirschblüten sind ja auch mein Lieblingsmotiv, habe ich gerade letztens wieder fotografiert, hier Berlin-Schwedersteg, letzten Sonntag. Und dann war ich ja noch in Chemnitz am Montag und da war auch wunderbares Kirschblüten. Ich habe euch aber Kirschblüten mitgebracht, die ich jetzt schon hatte. Das erkläre ich auch noch, warum. Und damit die, ich habe so ein Sprichwort, damit die ganzen Bilder nicht auf der Festplatte sterben sozusagen, gibt es den Hashtag Kampf gegen Festplattentod. Das heißt, Bilder runterholen von der digitalen Festplatte, von der Speicherkarte, vom Handy und die wirklich auf ein Medium ziehen. Und ich nehme dazu gerne Foto, also Holzplatten, MDF-Platten. Die ich dort zum Hinstellen kann man die benutzen oder zum Anhängen, wenn man mehr ein Loch in der Mitte macht. Die können natürlich sämtliche Holzarten oder Platten nehmen. Manche sammeln sich auch wirklich tolles Treibholz oder sowas. Ihr könnt auch andere Platten nehmen. Das ist euch überlassen quasi, was euch gut gefällt. MDF funktioniert halt gut, weil ihr das vorbestellen könnt in einer bestimmten Größe und man das ein bisschen lagern kann. Ja, ansonsten. Wenn ihr Fototransfer macht, würde ich das nacheinander erklären. Ihr könnt natürlich jetzt euch was nehmen, was ihr da habt, an Platten, oder ihr schaut einfach zu Und lernt. und lernt. Genau. Genau. Dafür dürft ihr dann jetzt gleich wieder näher kommen. Wir schieben die Kamera zur Arbeitsplatte und dann könnt ihr zugucken, wie Simone mit euch Fototransfer macht. Nämlich unsere Fotosimone. Genau. Und genau, wichtig ist, ich habe jetzt natürlich eine Kamera genommen zum Fotografieren. Ihr könnt auch wirklich jedes Handyfoto nehmen. Das ist völlig egal. Hauptsache, ihr zieht euch das irgendwie rüber. Wenn wir jetzt zum Beispiel Fototransfer machen, müsst ihr, bevor ihr jetzt etwas habt, ich habe jetzt natürlich hier schon die ausgedruckten Bilder da. Wenn ihr das Bild habt, digital, natürlich in der Regel digital heutzutage, dann druckt ihr euch das aus. Ihr braucht bei dieser Methode, die ich hier anwende, immer einen Laserdruck, weil Laser wasserfest ist. Wir übertragen nur die Farbe, das Papier lösen wir wieder ab. Und ihr müsst das Bild vorher spiegeln. Das heißt, einmal quasi drehen, damit ihr das Bild auch dann richtig, weil wir das näher umdrehen, das zeige ich euch ja, auf das Medium bringt. Das geht relativ einfach. Jedes Druckerprogramm kann das schon. Und wenn ihr selbst keinen Laserdrucker habt oder nicht zufällig im Büro arbeitet, wo ihr es drucken könnt, das macht eigentlich jeder Copyshop, macht es und dreht euch das auch vor Ort. Das ist nicht das Problem. Bei manchen Motiven macht es natürlich gar nichts, wenn ihr das spiegelt, ne? Dann habt ihr das quasi schon, sieht man das kaum, das ist relativ unwichtig. Wichtig ist bei Fotodruck, wenn ihr in den Copyshop geht oder selber druckt, dass ihr die Bilder oft beim Laser wird es immer etwas dunkel. Oder zu dunkel, vielleicht die Bilder ein wenig aufhellen. Dass sie ein wenig aufhellt, damit es euch nachher auch noch gut gefällt. Das muss man beim Laser ein bisschen beachten oder vielleicht mal sagen, okay, ich lasse mal einen Probedruck machen beim Copyshop. Gute Copyshops kennen sich aber auch aus. Also ich weiß, hier im Weißensee ist ein guter Copyshop-Laden, der das macht. In Rostock hatte ich damals auch einen, die das genau wissen. Also Bildtransfer kennen eigentlich die meisten schon. Das könnt ihr noch beachten Das zum kannst du auch Drucken. währenddessen Genau, das kann ich erklären. auch währenddessen erklären. Ne? Wir haben doch noch zwei Bilder, wo ich doch zwei Fototransferbilder. Die habe Ja, ich die vor. Muster zeigen wir gleich. Zeigen wir Machen nachher. wir Okay, fangen erstmal wir an. fangen erstmal Damit, also du musst an. jetzt erstmal die Kamera runter und dann ist es leichter, na, hier Ah, und dann genau, ranschieben. okay. Ein bisschen runterdrehen noch. Runter, 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 weiter Genau. runter.
Genau. Weiter runter, damit sich das einmal umdreht. So. Ach so. Und dann festmachen. Ist es nah genug dran? So, jetzt haben wir es. So. Technik, die begeistert. So, ein bisschen näher. Kommt noch. Vielleicht ein Stück. So, super, perfekt. Gut. Genau. Also, wir können noch. Also sollte es auf jeden Fall auf der Glasplatte bleiben. Moment. So, jetzt hast du deinen eingezäunten Arbeitsbereich. Da darfst du nicht raus, sonst gibt es Stromschläge. Okay. Genau, du kannst ja mal, wenn du Lust hast, mal gucken. Ich hole dir gleich, die Motive, die wir schon da haben. Genau. Also ich zeige euch jetzt erstmal, was ihr natürlich alles braucht. Als erstes, wichtigste sind natürlich die Bilder. Ihr seht hier die Kirschblüten jetzt. Das mag ich zum Beispiel sehr gerne. Das habe ich jetzt extra mal genommen, dass wir nicht nur die Kirschblüten haben, sondern noch ein bisschen grün und gelb. Es macht sich gut auf dem, Holz. Hier ist es natürlich, müssen wir auch sehr genau arbeiten und da reißt das ein bisschen auf. Das habe ich jetzt extra mal ausgewählt. Es ist eigentlich ein schwieriges Motiv für Fototransfer. Da habt ihr das mit den Farben hier etwas leichter. Das ist erstmal das Wichtigste. Was ihr dann noch braucht, ist natürlich eine Holzplatte. Hier habe ich 10x10 zum Beispiel. Macht sich wunderbar, wenn ihr Instagram-Bilder nehmt. Quadrat ist sowieso modern. Da könnt ihr zum Beispiel auch gut 3 Stück nebeneinander legen oder beziehungsweise hinstellen. Ihr seht schon, das ist relativ dick. Das ist hier 22 Millimeter, nicht Zentimeter. Da könnt ihr euch überkreuzen, ein Loch reinmachen und es auch an die Wand hängen. Genau, und Postkartengröße macht sich immer wunderbar zum Verschenken oder auch zum Hinstellen. Das ist das Holz, was ihr braucht. Als nächstes braucht ihr natürlich das Medium, was ihr benötigt, den Kleber sozusagen, damit ihr das näher übertragen könnt. Hier im Laden arbeiten wir natürlich mit PentArt, Image Transfer oder von Stemperia, ne? Genau. Gibt es noch verschiedene Firmen, die es machen. In Rostock habe ich immer mit... das ist Fotos. Kreul kam ich jetzt nicht drauf gearbeitet. Das ist eigentlich relativ egal. Moodpodge könnten wir auch nehmen. Wichtig ist, dass es einer von diesen Klebern, was ihr bei euch habt, und natürlich am besten hier beim Mirka bestellen. Ne? Wir liefern es auch nach überall hin. Wollt. Genau. Das ist das Nächste, was ihr braucht. Dann braucht ihr einen Pinsel, werdet ihr sehen, bei den meisten werden euch zeigen, damit ihr den Kleber nachher hier rauf bekommt. Ich nehme überhaupt keinen Pinsel, ich nehme einfach die Haushaltsschwämme. Ich zeige euch erstmal so eine Packung. Und da nehme ich wirklich einen Schwamm und schnippel mir den nachher klein. Könnt ihr teilweise auch noch aufheben, wiederverwenden oder man kann es einfach wegschmeißen. Kleiner Tipp, wenn ihr die Farbe nicht an den Fingern haben wollt, nehmt ihr den geschnittenen Schwamm an eine Klammer und dann habt ihr einen Applikator. Super. Genau. Gut. Und nachher brauchen wir natürlich, wir haben ja gesagt, wir rubbeln das Papier nachher ab, damit nur die Farbe drauf bleibt. Dafür brauchen wir den Wasser. Macht sich eine Sprühflasche gut. Ihr könnt natürlich aber auch einfach den Schwamm etwas nass anfeuchten. Das seht ihr nachher. Das brauchen wir noch. Dann brauchen wir noch ein bisschen Schleifpapier, damit wir nachher die Kanten schön machen können. Ja, natürlich brauchen wir auch eine Schere, damit wir das Bild noch ausschneiden können. Hier hatte ich ja euch schon gezeigt, so ein Lack. Es ist jetzt nicht notwendig, dass ihr speziell diesen Lack habt. Ihr könnt wirklich sämtlichen Lack nehmen. Gerade wenn ihr draußen arbeiten wollt, braucht ihr natürlich einen wetterfesten Lack. Das ist aber optional. Ihr könnt auch einfach den Transfer nachher nochmal rüber machen als Schutzlack. Das ist jetzt Geschmackssache oder was ihr gerade da habt. Ja, das wäre erstmal, was ihr alles so braucht, damit ihr überhaupt arbeiten könnt. Ich nehme das so weg hier. Genau. So, und jetzt zeige ich euch hier nochmal ein paar Beispiele. Das hat zum Beispiel hier beim Workshop Jana gemacht, eine Stammkundin und auch Teilnehmerin vom Fototraining. Natürlich ein Ostseemotiv, passend. Hier habe ich noch ein bisschen was Muschel rumgemacht, hat sich wunderbar schön hier übertragen, sieht ganz klasse aus. Dann, was natürlich sehr beliebt war oder ist, ich habe zum Beispiel... wenn das wieder losgehen kann, Junggesellenabschiede oder Geburtstagspartys und dann machen die Mädels, transferieren sich hinterher ihre eigenen Motive
rauf auf Holz. Da seht ihr schon, wie toll das ist, um es auch für später immer als Erinnerung zu haben. Und gerade die zukünftige Braut freut sich über so ein Geschenk riesig. Weil sowas legt man nicht einfach mal in die Schublade, das stellt man sich irgendwo hin. Und hier haben wir uns mein wunderhübsches Model, die hübsche Tochter, wunderschöne Tochter von Mirka. Hier immer in Schwarz-Weiß, da habe ich keine Farbe drunter gemacht, das zeige ich euch näher auch nochmal. Und da gefällt mir halt immer hier dieser Vintage-Look, hier ist ein bisschen die Farbe abgegangen und hier ist es aber auch so gewollt, dass ihr das mal als Beispiel habt. Gut, dann haben wir hier die Beispiele. Okay, dann können wir starten. Noch irgendwas zwischendurch zu fragen? Wenn du bis jetzt sind keine Fragen gekommen, mach einfach Gut. so, fang an, wie du anfängst. Genau, also als erstes, klar, schneide ich mir natürlich erstmal das Bild aus. Viele fragen mich immer beim Workshop, ob sie einen weißen Rand lassen sollen. Ihr braucht keinen weißen Rand zu lassen, weil wir übertragen ja nur die Farbe. Das heißt, der wird sowieso, geht ab nachher. Also ganz einfach schneiden. Fototransfer ist wichtig, was ich auch nochmal, viele haben, wer sehr, sehr akkurat arbeiten möchte oder nur so akkurat arbeiten kann, wird ein bisschen Schwierigkeiten haben mit der Technik, weil hier das ungenaue Arbeiten oder ein bisschen mehr im Vordergrund steht, weil es nicht immer ganz perfekt gelingt. Und da sind manchmal welche, die natürlich sehr alles ganz toll machen wollen, ein bisschen unzufrieden. Also müsst ihr mal gucken, wie ihr euch das, wenn ihr mehr die Den Perfektionismus denkt, grund. genau, Denn ja, genau, dann muss man da so ein bisschen mit leben, ne, dass das nicht ganz so Genau, perfekt wird. Da ist so. perfekt und perfekt. Genau, das würde ich zu. Was wichtig ist, ist, dass die meisten Laserdrucker nicht weiß drucken, sondern dass das eine Farbe ist, die ausgelassen wird. Das bedeutet, wenn ihr auf einem MDF arbeitet, was unbehandelt ist, also was nicht angemalt ist, dann erscheint das Weiß halt in diesem MDF-Farbton. Und wenn ihr aber auf einem, also das Weiß wirklich sehen wollt, dann solltet ihr die Fläche grundieren, damit ihr dann wirklich das Foto oder das Motiv in dem Farbton habt, den ihr gedruckt habt. Genau. Es gibt nur ganz wenig Laser. Es gibt schon Laserdrucker, die Genau. weiße Pigmente mit drin haben. Fototransfer kannst du auf allen Materialien machen, die du auch kleben könntest oder lackieren könntest. Oder auf Stoff, auf Holz, auf glatten Flächen, auf Fliesen nur grundiert, auf Papier, auf Pappe, auf Leinwand. Je rauer der Untergrund, desto schwieriger ist der Transfer. Genau. So, es war nur eben die Frage, Entschuldige, habe ich jetzt Ach einfach so, war mal schon. vor. Funktioniert Fototransfer auch auf anderen Materialien außer Holz? Genau. Also gerade, wo ich sagte, dieses Treibholz, das ist richtig Ja. schwer, weil wir die ganzen Rillen dazwischen haben. Es sieht ganz toll aus, aber das ist natürlich. Alles außer Eis. Genau. So, und hier haben wir jetzt, genau, das würde ich jetzt zum Beispiel hier aus 10x15 machen. Hier. Das sind aber keine Kirschblüten, ne? Das sind Primeln. Du schummelst. Nein, ist okay. So, das ist Botanischer Garten in Rostock, wo die Kirschblüten unten liegen. Ach so, die liegen auf den Genau, Blättern. genau. Hat Okay. einer gefragt? Keine Nein, Kirschblüten? nein, Nee, also habe nee. ich gerade. Kopierpapier, genau. Normales Kopierpapier, einfach 80 Gramm, also das, was man im Büro hat oder allgemein zum Drucken nimmt. Ich habe auch zum Anfang, also ich glaube, den Anfängerfehler machen die meisten. Man denkt, oh, man muss gutes Papier nehmen, schön dickes. Brauchen wir aber nicht. Wie gesagt, das ganze Papier kommt wieder weg. Und funktioniert ein Tintenstrahldrucker? Also es gibt ein Papier mit Tintenstrahldrucker. Das kann ich euch nachher auch nochmal als Link reinpacken. Ich habe es noch nicht so gut hingekriegt und weil es, wie gesagt, nicht wasserfest ist, ist es ziemlich schwierig, das zu übertragen. Also da geht es eigentlich eher um die Technik. Also bei dem Laserdruck werden die Pigmente mit der Hitze des Lasers auf dem Papier sozusagen nur kurz fixiert und durch diesen Transfer, durch das Medium, lösen die sich von dem Papier. Bei dem Genau. Tintenstrahldruck ist es so, dass die Tinte sich in das Papier saugt. Das heißt, das Papier muss wasserabweisend sein. Also ein Transparentpapier, wo die Tinte nur oben drauf liegt, die lässt man dann kurz trocknen und kann es dann mit einer speziellen Technik transferieren. Aber es ist halt ein Ticken komplizierter. Aber es funktioniert also auf anderem Weg, also nicht mit der Genau, Technik, nicht mit die der Simone Technik heute jetzt. zeigt. Genau. So, hier würde ich das auf 10x15 machen. Und das wäre zum Beispiel ein schönes Motiv, wo ihr jetzt das in Quadrat machen könnt, weil wir hier so schön die Kirschblüten haben. Wenn ihr für Fototransfer fotografiert, natürlich könnt ihr jedes Bild nehmen, ohne dass ihr vorher daran gedacht habt, zu fotografieren. Könnt ihr natürlich gut darauf achten, ob ihr, wie ihr das
Bild formatfüllend fotografiert oder einen Ausschnitt ein bisschen anpasst, wenn ihr euch das ausdruckt. Und hier passt es halt gut. Bei Quadrat muss man natürlich immer gucken, dass man links und rechts ein bisschen Platz hat, damit es dann auch gut aussieht. Genau, dann hier schneide ich es mal so. Und ich bin halt auch nicht so akkurat im Schneiden, weil ihr werdet ja sehen, dass ich an der Seite noch ein bisschen mit Schleifpapier arbeite. Und dann sowieso. Amolta fragt, is it better to prime the base with acrylic color or is gesso enough? Also ist es besser, den Untergrund mit Acrylfarbe zu grundieren oder reicht Gesso? Also da ich ja nicht aus dem Kreativ-Bastel-Bereich komme, habe ich vorher nie was von Gesso gehört. Als erste Mal. She never knew Gesso before. She were here in our craft store. Genau. Acrylfarbe auf saugenden Untergründen, also die nicht vorbehandelt werden müssen, reicht vollkommen aus. Genau. Gesso ist tatsächlich eher dann, wenn der Untergrund nicht ganz so deckend überstrichen werden soll oder wenn der Untergrund sehr glatt ist, also eine Fliese oder ein sehr, sehr saugender Untergrund, wo man sagt, man möchte nicht, dass die Acrylfarbe da reingeht. Okay. Genau. If it's very absorbing the acrylic paint, it's better to use gesso before. And you can use acrylic paint as a primer. It's enough for the transfer technique. So. Ich habe dir gesso hingestellt. Also ich hab Simone jetzt hier Acrylprimer hingestellt in weiß, weil dieses Gesso oder dieser Primer nicht ganz so deckend ist. Das heißt, man hat immer noch diesen schönen Vintage-Effekt. Genau, das ist super. Das magst du, deswegen habe ich dir den hingestellt. Weißt du, was du meinst. So, aber Acrylfarbe würde auf MDF auch funktionieren. Das ist no problem. Und weil wir jetzt, wie gesagt, hier, was nicht weiß gedruckt ist, das geht ja alles weg. Das ist ja nur Papier. Das machen wir hier halt weiß runter. Ne, hier hatte ich es ja weggelassen, das sieht gut aus, aber jetzt hier bei den Kirschblüten würde ich das nicht machen. If you want the sepia effect, you can use vintage colors, you can use a light brown and then make a black and white photocopy and it looks like a sepia print. Also wenn ihr ein sepiafarbenes Bild machen wollt, dann nehmt ihr einfach eine schwarz-weiß Kopie und macht die auf einem beigen oder braunen Untergrund und dann sieht es halt aus, als wäre es ein sepiafarbenes Bild, genau, ohne dass ihr da viel zu tut. Ja, und jetzt nehme ich einfach den Schwamm hier und zerschnibbel mir den. Und nehme den gleich auch hier zum Primer. Genau. Mach deine Jacke nicht dreckig. Ja, meine große Tochter schimpft auch immer, dass ich meine Sachen alle versaue mit irgendwelchen Klebern oder Farben. Es ist halt eine Fotografin, die trägt immer schwarz. Das macht sich jede Farbe gut. Das ist ja, genau. So, jetzt mache ich erstmal hier so ein bisschen Schicht. Hier an der Seite könnt ihr natürlich je nach Geschmack, wenn ihr sagt, ich mache da gerne auch immer weiß, rubbel das dann eher wieder ein bisschen ab oder schleife es hier ein bisschen ab. Das kann man ja auch im Anschluss machen. Genau, das kann man auch hinterher machen. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Was wir natürlich hier noch auch machen können, man kann ja an der Seite auch noch rosa machen, wenn wir mit Kirschblüten zum Beispiel arbeiten. So, und dann trocknet das eigentlich auch relativ schnell. Ich habe dir auch einen Heißluftföhn hingestellt. Das geht dann schneller, ist nicht zwingend erforderlich. Genau. Genau, zur Trocknungszeit, das könntest du auch erzählen, wenn du dann den Transfer drauf machst. Aber gibt es da, sagst du, bei den Herstellern steht oft drauf, das muss 24 Stunden trocknen oder 10 Minuten mit einem Föhn angeföhnt werden. Was ist so deine Erfahrung? Genau, also mit den Föhn 10 Minuten machen wir jetzt hier vor Ort oder im Workshop. Und zu Hause würde ich es wirklich fast 48 Stunden liegen lassen. Also ich habe viele Workshop-Teilnehmer, die das natürlich jetzt auch zu Hause machen und die lassen das auch 48 Stunden liegen. Mhm. Ne, ich habe zum Beispiel einige, die einfach herkommen und das sich transferieren auf Holz, weil alles da ist quasi und das dann zu Hause liegen lassen und ein paar Tage später einfach rubbeln. Der ist leise dafür. Genau, dass man ganz schön trocken ist, kriegt dann natürlich mal alles weg. Pass auf deine Jacke. Also das ist jetzt Gesso, das ist nicht ganz so deckend. Ne? Das ist hier genau. Acrylic Primer is not so opaque like acrylic paint.
Man kann jetzt natürlich sagen, ich mache mal bei den kleinen, dass wir noch eine zweite Schicht machen, dann wird es ein bisschen deckender. Achso, und nicht vergessen, wichtig ist, wenn ihr das macht, immer bitte passende Nagellack und sowas. Ne? Na toll, da bin ich raus. Ich das nie machen. Aber dann gibt es natürlich weiße Lackakzente und sowas dazu. Und wenn das der Mann macht, der muss dann auch weißen Nagellack tragen. Genau. Wir wollen ja da keinen ausschließen. So, seht ihr schon den Unterschied, genau, ne? Zwei Schichten Primer. Genau, und da haben wir es hier ein bisschen mehr, ein bisschen weißer, ne? Ja. Ach, so lese ich das auch, genau. Ja, das ist, ich lese das auch vor. Aber es ist ja toll, das Paar schreiben. Ja, du hast auch schon 8 Likes. Mensch, das kann ich auch mal liken. Das ist so mein erster Livestream auf YouTube. Herzlich willkommen. Genau, achso, Simone streamt übrigens auch auf ihrem YouTube-Kanal, falls ihr, wie heißt dein YouTube-Kanal? Simone Sevenich. Ja, Simone Sevenich, falls ihr gerne irgendwelche Fotoanleitungen, wie man Produktfotos macht oder demnächst auch, wie man seine gebastelten Sachen in Szene setzt oder die richtige Kameraeinstellung lernen wollt, dann könnt ihr das bei Simone machen. Die Videos sind alle auf Deutsch und ihr könnt Simone natürlich dann auch anschreiben und so weiter. Die ist ja auch so ein Erklärbär und freut sich, wenn sie ihr Wissen teilen kann. Genau, also was ihr machen könnt, wenn ihr so eine kleine Schleifmaschine zu Hause habt. Ja, erstmal Schleifpapier und die Schere. Also, wenn ihr mit der Schere Stoff schneidet, bitte damit kein Schleifpapier schneiden. Ansonsten geht die davon kaputt oder wird halt, obwohl es ein Schleifpapier ist, dann stumpf. Also da müsst ihr ein bisschen lieber reißen, das Papier. Genau, das geht eigentlich auch. Ja. Genau, und der könnt ihr, was ihr da gut machen könnt, das könntet ihr, damit ihr noch mehr Vintage-Effekt habt, könnt ihr hier nochmal rübergehen. Da kann man hier gleich sagen, ich mache hier nochmal ein bisschen mehr Farbe weg, weil ich denn zwischendurch zum Beispiel... You remove the color to make more Vintage-Effekt. Also du holst die Farbe runter für noch mehr Vintage. Genau, das kann. Okay. Und wenn man richtig diese kleinen die Schleifmaschinen. Und drehen wir hin? Nee, die. Achso, elektrische Schleifmaschinen. Dann habt ihr den Effekt natürlich noch extremer. Ne, ich mache jetzt mal nur ein ganz bisschen. Die Seiten her, das machen wir wirklich zum Schluss. Ne, dann haben wir das nochmal. Das nur als Beispiel. So, jetzt haben wir das alles schön vorbereitet. Und dann können wir schon starten. Mit dem Übertragen. Da ist wichtig, jetzt nehmen wir erstmal das Kleine, legen wir uns das hier einmal schön hin, alles schön fusselfrei hier auf dem Holz machen. So, dann haben wir das kleine Bild hier. Und das packen wir uns so hin und dann brauchen wir das Medium, Transfermedium. Und dafür nehme ich jetzt, wie gesagt, wieder ein Stück Schwamm. Das noch zu, das darfst du öffnen. Ganz toll. Besonders, wenn man es aufmachen darf. Ne? Ja, kriege ich es dann auch so schnell auf hier? Ja. Ich nehme dir das Mülleimer. Machst du eine Mülleimer? Achso, da ist noch so viel dran. Die ist okay. So, dann nehme ich mir das hier ein bisschen raus. Und jetzt bleibt, dann denkt ihr auch, bleibt ja noch ein bisschen im Schwamm hängen. Das macht aber nichts. Ich zeige euch gleich, warum das nichts macht. Das mache ich hier schön. Das von PentArt ist natürlich sehr, also sag mal, es gibt das von Kreul ist zum Beispiel weißer, das Medium. Da sieht man das ein bisschen besser, wie viel man drauf hat. Aber das ist ja... Hier guckst du einfach, wo es glänzt, ne? Genau. Wichtig ist, dass ihr da nicht zu wenig vornehmt, sonst fehlt euch nachher wirklich da, wo ihr kein Kleber nachher drauf habt und wo das Papier, also die Farbe nicht richtig angedrückt ist, da wird auch keine Farbe übertragen. So, und jetzt habe ich ja hier noch was drin, wie gesagt. Und das drücke ich hier einfach aus. Also da streiten sich auch die Geister, ob man das wirklich machen muss.
vom Gefühl her ist es immer besser, man macht es hier auch gleich nochmal drauf. Also die ersten Hersteller, die haben immer empfohlen, auf den Untergrund und auf das Ja. Motiv, was man übertragen möchte, damit halt auch wirklich jedes Pigment mit Kleber benetzt ist. Also selbst wenn man Genau. jetzt hier nicht alles erreicht hat, kriegt man das auf dem Papier auf jeden Fall. Ja, also mal hier gucke ich mal, dass ich das noch schön drauf habe. Dass das alles noch feucht ist hier. Ja, damit hier auch nichts schief geht heute. Da habe ich genug drauf. Alternative zum Spachtel und Genau. Spachtel. So, jetzt ist wichtig, dass ihr euch das umlegt und versucht ganz gut schon zu platzieren. Drücke ich nur in der Mitte an den Spachtel, nehme ich einfach aus dem Baumarkt oder alternativ eine alte Karte und dann schiebe ich es mir erstmal vorsichtig hier schon so hin. Wichtig ist, wenn ihr jetzt hier rüber geht, dass ihr den Kleber nicht dran lasst. Wenn ihr den euch wieder raufschiebt, dann ist es schwerer, das nachher abzurubbeln. Dann versiegelst du das von hinten. Genau. So. Das seht ihr. Und wichtig ist wirklich, dass wir jetzt kommt der wichtigste Schritt, wo die meisten schnell arbeiten. Dieses Auftragen, richtig? Also manchmal ist das Papier auch so feucht von den Kleber, wenn man denn zu stark hier rüber geht, dass es einen aufreißt. Da hat man oft wirklich einen unschönen Fehler drin. It's important to that the medium is not on the backside of the paper because you seal it and then it's harder to remove the paper from the backside. And you have to go slowly because of the wetness of the paper. If it's broke, it's also hard to make the transfer. So, wenn wir jetzt hier so ein bisschen gucken, ich hoffe, das sieht man im Video, dann sehen wir schon hier, könnte das nicht ganz gut dran sein. Und jetzt, wie gesagt, jetzt kommt diese, dass ich wirklich nochmal schön rübergehe. Also Also lieber keine mal, Luft drin, ne? genau. She go over the paper to remove the bubble, the air bubbles under the motif. Dass sie da wirklich schön ordentlich arbeitet, lieber einmal zu lange hier. Take care. Übrigens ist das für mich jetzt gerade einfacher zu übersetzen als beim UV-Resin, weil UV-Resin mache ich ja selber nicht und das ist eine Maltechnik, die ich erklären kann. It's easier to translate this technique as a technique before, because I do it by my own and did it many times before and it's easier for me to translate it. Ich gucke mir. Ja, ist fest. Okay. Oft hat man die Ränder vergisst, hat man die nicht richtig fest. Dass man, ich meine, am Rand ist es nicht ganz so schlimm, wie gesagt. Denn das Schöne bei Fototransfer, wenn irgendwas schief geht, dann könnt ihr das gut kaschieren, als Kunstwerk verkaufen. Und im Ne? Zweifel kommt Farbe drüber. Genau. Dann macht man es nochmal. Genau, also man kann das auch immer wieder Ich verwenden. habe tatsächlich letztens von einem befreundeten, nicht so bastelaffinen Menschen gehört, dass er in Hamburg eine Galerie gesehen hat, wo die Mitarbeiter abgebildet waren mit Fototransfer. Und hat gesagt, diese Technik traue ich mir auch zu. Das ist was relativ schnell ein Ergebnis bringt Ja, und genau. wo er sagt, dass auf altem Holz, auf alten Latten, die Ja, abgeschliffen sind, genau. das sieht cool aus, das macht er. So, das ist noch, du rubbelst jetzt noch nicht das Papier ab, du Nee, drückst immer noch die Luft raus. genau. Wenn man es zu feucht manchmal hat, den Kleber, dann rubbelt man wirklich schon Papier ab. Da muss man auch dann aufpassen, ne? Manchmal ist das Papier dann einfach zu nass. Wenn du deinen Laserdrucker weggegeben hast, dann nimmst du einfach deine Farbkopie und oder deinen Farbdruck und gehst damit in den Copyshop und lässt es da einmal kopieren. Das ist genauso gut. Also die meisten machen jetzt nicht Bildtransfer jeden Tag, sondern die haben dann so ein paar Projekte, die sie gestalten wollen und dann kann man das dann halt als Bulk einmal machen und dann ja, für eine Weile wieder wegpacken. Oder du gibst solche Motive in Auftrag. Also wir haben tatsächlich, also Mone macht auch, wenn du sagst, ich will selber nicht rummeln, kannst du deine Fotoaufträge auch schicken und dann macht sie dir den Bildtransfer. Genau. Ihr könnt natürlich auch, wer alle, die hier in der Nähe sind, einfach vorbeikommen. Haha, im Moment leider nicht. Also bestellen, genau. Naja, Fotostudio, als Fotostudio, wie gesagt, darf ich ja da sein.
Und wenn ihr euch ein Bild bestellt zum Beispiel und sagt, ihr braucht das als Kopie, dann machen wir vorher kurz einen Termin und dann kommt ihr ins Studio und dann könnt ihr das abholen. So, wie gesagt, das sieht ganz gut aus, auch wenn das hier so ein bisschen, aber sieht gut aus, übertragen. Gucken wir nochmal zur Sicherheit. Also Simone guckt jetzt, ob das da glänzt und ob da Luft drin drunter ist, ob sich das Papier irgendwie hebt, ob sich da irgendeine Luftblase verschiebt. Genau, sieht gut aus. Das können wir jetzt so lassen. No air bubbles. Dann haben wir das quasi. Föhnen tust du es dann gleichzeitig, ne? Genau. Also nichts Wichtiges ist, wenn ihr nicht zu viel auf einmal föhnt. Manchmal so 4, 5 Stück, dann müsst ihr quasi doppelte Zeit näher rechnen, ne? Mhm. Das genau. Jetzt machen wir hier. Wollen wir dein Stamperier nehmen? Du machst, was du möchtest. Ist eigentlich egal, ne? So, da seht ihr das nämlich, das ist genau, und das geht auch relativ schwer raus. Ne? Ich also, kann man auch mit dem Pinsel, du hast da genau. Einen Bulk am Pinsel vor dir liegen. Mein Bruder musste kurzfristig sein Tattoo-Studio schließen, weil höhere Werte, ihr braucht noch nicht. Nee, Berlin hat irgendwie 134 oder so, da müssen wir noch nicht zumachen. Mal gucken, was nächste Woche ist. Aber Handwerk ist halt nochmal was anderes. Ne? Also ist ja, Tattoo-Studio ist ja körpernahe Dienstleistung und Handwerk ist tatsächlich nochmal was anderes. Und Fotos sind halt auch wichtig, damit man sich bewerben kann. Und wenn der Ausweis abgelaufen ist, was ja, wo er, also ne, dem Ausweis egal ist, ob wir gerade in einer Pandemie stecken oder so. Genau. Und das nutzen die Leute. Ne? Und da kommen sie dann ohne Test und ohne Termin. Das geht. So, jetzt hier, jetzt trägst du auch genau. Wieder ganz normal. Das hier seht ihr, das ist, der ist weiß und dann kann man es ein bisschen besser sehen, ne, ob man das gut aufgetragen hat. Und jetzt mache ich den Rest wieder hier drauf. Wichtig ist also, dieses Spiegelverkehr ist besonders bei Text wichtig. Also genau. Ihr könnt ja nicht nur Fotos transferieren, sondern auch Texte. Und da ist es besonders wichtig, dass ihr das... Wir machen noch eine, achso, Christiana fragt gerade, ob es eine Liste gibt mit den Materialien, die wir heute benutzt haben. Das müssen wir noch aufbereiten, weil manches ist halt ja spontan entstanden. Ne? Wir machen ja auch die Videos nochmal in Kurzform. Das heißt, wir schneiden die Videos nochmal, vertonen die nochmal nach und dann gibt es dann natürlich auch die entsprechende Materialliste. Das müssen wir halt noch aufbereiten. Also das machen wir dann. Julia, wann machen wir das? Was denn? Eine Liste der Materialien, die wir dieses Wochenende benutzt haben? Ja, muss ich halt wieder mal was dazu? Ja, so jeder so wie er kann halt gerade. Simone, weißt du Bescheid? Also wir versuchen das genau. So schnell wie möglich zu erledigen, damit ihr das auch ganz schnell nachmachen könnt. Bezüglich Fototransfer, ja, die Liste, die muss dann Simone machen. Genau. Okay, aber die Liste, gehen wir nochmal durch, was wir benutzt genau. Haben. Das machen wir. Dann kannst du mit umschreiben, dann kann ich das online kann ich dir bearbeiten. Ja. Genau, das packe ich euch runter. Genau, also hier den Fototransfer von PentArt, die Holzklötze oder diese MDF-Platten, die hat, ich weiß nicht, hast du die im Shop bei dir? Die habe ich nicht im Shop, das kann ich euch aber mal reinschreiben, solange. Da könnt ihr, die packe ich noch im Shop rein, weil ich habe es immer auf Messen, viele, ach, dann kann ich mir mal so eine kaufen. Also die werden wirklich als große Platten bestellen, geben wir die in Auftrag und dann wird es in kleinen Stücken geschnitten. Also ich muss nochmal erklären, Simone hat ihren eigenen Shop. Also sie ist nicht im mit Liebe selbst gemacht Webshop, sondern Mone hat ihren eigenen Shop, weil sie als Fotografin halt kämpft den, wie hast du das genannt? Festplattentod. Den Festplattentod. Dafür sorgt, dass die Fotos, die sie macht, die sie halt auch als Hobby hat und macht, in Fotoschmuck und in Bilder und sowas verarbeitet werden. Und das können wir dann nachher auch noch teilen. Den Fototransfer haben wir im Shop. Genau. So, ich gucke mir erstmal, dass ich hier... So, jetzt habe ich hier einen kleinen Fehler drunter. Jetzt hat sich hier irgendwas runtergeschlichen. Da muss man mal gucken, wie es näher aussieht. Also, wenn wir Glück haben, kommt auch mal auf Motiv drauf an. Ja, sehen wir das kann vielleicht man mit gar nicht. Noch genau. Ein bisschen kaschieren. Und was natürlich immer war, weil, wenn die Messen zum Beispiel sind oder waren, viele haben dann natürlich immer sich gleich ein großes A4 oder sogar noch größer genommen. Kann man natürlich machen, das ist keine Frage, aber es dauert dann natürlich auch sehr lange. Zum Anfang würde ich wirklich immer gucken, dass ihr kleine
Größe nehmen, 10x10, 10x15. Ich habe auch schon sehr große Bilder auf A3 gehabt, also A2 dann auf A3 war ganz toll. Aber es dauert natürlich ewig, bis man sich das transferiert hat. Und das Schöne ist, wenn ihr wirklich Zeit und Muße dazu habt, ihr nehmt eine große A2-Platte. Es gibt ja diese, wie heißen Platten nochmal im Baumarkt? Also Birkenholz, diese flachen. Pappel, die da oben stehen. Dann sieht es aus wie gemalt. Naja, also ich habe ja ganz viele Jahre auch Kunsthandwerkermärkte mitgemacht. Und dann hatte ich meinen Fotoschmuck liegen und zum Beispiel die Holzplatten. Und wie gesagt, auch ganz groß, ein A2. Und da haben mich wirklich immer die Kunden gefragt, ob ich gemalt habe. Und ich sage immer, malen kann ich nicht, dafür bin ich Fotografin. Ne? Aber das ist halt das Tolle an dieser Technik, dass es wirklich aussieht wie gemalt ganz oft. Und man kann halt drüber malen. Also das funktioniert genau, auch ohne, dass es versiegelt ist. Man kann wunderbar mit Acrylfarbe drüber malen. So, müsste jetzt eigentlich schön, sieht gut aus. Also wenn ich jetzt mit dem vom PentArt, habe ich ja noch nicht oft gearbeitet oder erst einmal. Und hier von Stamperia, also ich war eigentlich auch mal sehr überzeugt von Kreuel, aber ich muss sagen, es ist wesentlich feuchter. Also wenn wir mit Kreuel arbeiten, haben wir wirklich viel feuchteres Papier und immer dieses Problem, dass uns das hier wegreißt. Also das muss ich mal sagen, das ist hier schon mal wesentlich besser. Ja, und wenn wir es dann wieder da haben, dann haben wir auch den Schnelltransfer von PentArt da. Das ist Transferöl, da brauchst du dann nur noch von hinten das Auftragen, rüberrubbeln und dann ist das Pigment auch ab vom Papier. Und das macht sich näher toll, wenn ihr noch Schriften mit übertragen wollt, ne? Genau. So, dann haben wir das jetzt schön drauf hier. Wie gesagt, lieber einmal zu viel, auch wenn das jetzt vielleicht langweilig ist, wenn ihr gerade zuschaut. Aber dass wir das wirklich gut übertragen haben. So. Jetzt mal zu hier, damit uns das nicht austrocknet. Achso, und das ist wieder wasserlöslich, ne? Also genau. Die Geschichten, das heißt Arbeitsgeräte und sowas mit Wasser einfach sauber machen. Nur mal so, wenn das auf einer Leinwand passiert, die haben wir dann auch schon mal übers Wasser, unter dem Wasserhahn gehalten und haben das Wasser rüberlaufen lassen und abgerubbelt. Funktioniert. Muss man nur das Holz nachher gut trocken, sonst verzieht sich die dann. Also Leinwand, das finde ich aber auch ein bisschen schwieriger, ne? Das ist auch ein bisschen schwieriger. Das geht. Also da ist tatsächlich größere Leinwand weniger ein Problem. So. Jetzt haben wir, wie gesagt, das fertig. Entweder lasst ihr das jetzt 24 Stunden oder länger, je nachdem, wie ihr wollt. Also auch wenn ihr keine Zeit habt und ihr lasst das eine Woche und einen Monat liegen, das macht gar nichts. Jetzt füllen wir es 10 Minuten mindestens. Ich werde bei Workshops natürlich auch mal gefragt, oh, wirklich 10 Minuten füllen, das dauert aber lange. Die Zeit solltet ihr euch wirklich nehmen, weil es jetzt richtig gut durchtrocknen muss. Weil wenn es jetzt nicht durchtrocknet, wie gesagt, dann rubbeln wir uns gleich alles wieder weg. Wer von euch, ich weiß nicht, ob jetzt jemand mitmacht, der kann jetzt natürlich mitfüllen, 10 Minuten. Alle anderen dürfen entweder zuschauen und entspannen oder mal zwischendurch Pipi machen gehen. Ich habe hier auch nochmal zwei, also füllen mal ruhig. Das hier ist zum Beispiel auch einfach nur ein Holz, was wo der Transfer drauf gemacht ist. Hier sieht man das ganz gut, da ist noch eine Lackschicht drunter. Ne? So ein bisschen abgerubbelt, also gewollter Vintage-Effekt, so wie du es vorhin gesagt hast. Und hier, da ist zum Beispiel Geschenkpapier drunter. Das ist da zuerst aufgeklebt und dann da drauf der Bildtransfer. Das heißt, man rubbelt auch so ein bisschen das Papier mit runter. Und da ist natürlich ganz niedlich bei dem Spruch, irgendwie schaffe ich nie es nie etwas zu beenden. Und dann ist halt am Ende Schluss. Ne? Also es ist nicht ganz so Ende. So, Spezialfrage. Bereits schon mal ausprobiert, ob das Transferbild noch mit Goldfolien kann im Laminiergerät zum Beispiel. Im Laminiergerät meinst du jetzt in diesem, wo du nur ein Blatt reinkriegst und eine Folie dabei hast? Bild noch mit Gold. Also man kann natürlich da noch weitere Techniken drauf machen. Also du kannst mit Metall, also mit Blattmetallkleber oder mit Anlegemilch oder mit Folienkleber kannst du da noch Veredelungstechniken drauf machen. Das geht.
Ja, ansonsten ist der Kleber jetzt nach dem Trocknen, nach dem Föhn, trocken. Also es ist nicht wie Anlegemilch, dass der dann immer noch klebrig ist. Das hat man nicht. Und das Versiegeln ist halt einfach nur, ja, auch um Restpapiere noch genau, einzufärben. Auch also noch, genau. wenn ihr nämlich das Papier dann runterrubbelt, dann kann es das sein, dass ihr noch so einen milchigen Film auf der Oberfläche habt. Und damit der dann sozusagen also sich auflöst, transparenter wird, dann nässt man den, föhnt den trocken und während der Lack trocknet, verschwindet sozusagen dieser weiße Film. Christiane, das sind wieder sehr spezielle Fragen. Ich guck mal kurz. Also man kann natürlich gut mit glänzendem Lack arbeiten oder mit matten Lack. Und das, was einem auch gefällt. Ne? Da kann man ja auch noch ein bisschen Effekt mit erreichen. Also so wie du auf einem normalen Acrylbild dann auch arbeiten würdest. Das ist gar kein Problem. Also wenn du jetzt sagst, du hast diese Platte und du machst mit Hitze oder mit Bügeleisen da noch Metallicfolie drauf, das ist überhaupt kein Problem. Also du würdest jetzt auf dem Bild, wenn das transferiert ist, ist es wie ein normales Acrylbild, was du gemalt hast, was du dann weitergestalten kannst. Das kannst du auch mit Mixed-Media-Techniken weitergestalten oder mit anderen Dekotechniken, die du halt ganz normal anwenden würdest. Also du kannst es halt lackieren, dann kannst du da auch nochmal mit Alkoholtinte zum Beispiel drüber gehen. Du könntest nochmal Gesso drauf machen, um bestimmte Bereiche abzuschwächen. Du kannst da noch Glitzersteine draufkleben. Oder hier habe ich das tolle Wachs genommen. Hier? Ja. Genau, da hast du diese Zwischenräume. Auf der Rückseite hast du es extremer gemacht. Ach ja, stimmt. Ja. Da hast du die Lippen da und so gespielt. Eingefärbt und so. Da habe ich das ausgedruckt. Genau, also Schablonieren und sowas funktioniert. Oder hier hast du ja nochmal mit Sand und Muscheln, ne, dass das so dreidimensional ist. Also da kann man sich austoben. Und hier habe ich zum Beispiel einen Fehler drauf. Hier. Und da habe ich, da seht ihr das, da war ein bisschen Papier weg. Und dann haben wir einfach da eine Muschel drauf gemacht, ein bisschen Sand. Und schon wisst ihr das jetzt nur, dass es ein Fehler war, weil ich es euch erzählt habe. Man sieht es so natürlich nicht. Und hier bei dem Holzbild ein bisschen Gold. Das habe ich natürlich vorher überhaupt nicht gemacht, als ich früher Probetransfer gemacht habe, weil ich ja gar nicht diese tollen Möglichkeiten hatte wie Mirka hier. Sondern kann man sich so schön austoben mit den ganzen zusätzlichen Kreativmedien hier. Das ist ganz toll. Wenn ihr Porträt verschenken wollt. Aber Porträt, wie gesagt, jetzt mir macht es nichts, dass hier ein bisschen weg ist. Ne, da ist es ganz gut, aber sonst ist es eben wirklich auch schwierig. Also bei Porträt muss man wirklich genau arbeiten, damit es auch gut ist. Also da würde ich jetzt nicht sofort mit anfangen unbedingt bei Porträt. Nehmt euch erstmal ein Motiv, was vielleicht auch ruhig ein bisschen unruhiger ist oder gut gesättigt ist in den Farben. Das könnt das ihr dann auch mal nicht. Weil schlimm ist, wenn ihr mit Farbtransfer anfangt und dann gleich so viel Fehler drin habt, dann geht die Lust natürlich schnell vorbei. Und wirklich erstmal ein Motiv nehmen, was nicht unbedingt ein Porträt ist, was ihr sofort verschenken wollt. Also ich kann nachher unter dem Video auch nochmal einen Link reinpacken, wo ich euch mal sämtliche Motive, die ich mal so transferiert habe, reinpacke, was man alles schöne Ideen machen kann. Meine Dinge, als ob du fühlst. Ich mache ja auch Fotokurse mit Kindern oder in den Ferienkursen und dann machen wir auch wirklich zum Abschluss immer Fototransfer, bis die Kinder was in der Hand haben, mit nach Hause nehmen und das kommt gerade in dem digitalen Zeitalter. Es ist wirklich ganz toll, Bilder in der Hand zu haben, mitzunehmen
Ich habe auch ganz kleine Platten manchmal, also so kleine Würfel, die man sich hinstellen kann. Du kannst ja noch den Tischbildenschmuck vorne, nicht da auf die Postkarte. Kann man das mal zeigen, was man noch alles machen kann? Oder ist das zeigst du in einem anderen Video. Zeige ich im anderen Video, genau. Man kann so viel machen. Es ist auch wichtig, dass du die Leute missionierst, was man alle mit seinen Fotos veranstalten kann und dass es schön ist, dass die nicht einfach nur auf dem Computer vor sich hingegeben. Ja, wir haben es auch wirklich oft gemacht, wenn wir jetzt eine Fototour gemacht haben oder mehrere Wochen Fototouren gemacht haben, haben wir wirklich zum Abschluss das Lieblingsbild auf Holz übertragen und schon hat man nicht nur die Bilder einfach fotografiert für Instagram oder um anderen zu zeigen, sondern sich auch wirklich das Lieblingsbild nach vorne zu stellen. Also ich habe meine Familie auf den Beutel gepackt. Ja, das ist auch toll. Also besonders zu Weihnachten sind das immer schöne Geschenke und das kann man halt ganz gut machen. Oder wenn man jetzt sagt, man möchte tatsächlich mal so ein Familienporträt auf Leinwand, alle Mitglieder drauf, dann kann man die tatsächlich einzeln transferieren oder besonders jetzt sagt einfach, schick mir mal ein Bild, mach mal eine Ganzkörperaufnahme von dir und dann arrangiert man sich das als Collage. Man hat dann ein Großfamilienfoto oder genau. Das ist schon, also man hat schon viele Möglichkeiten. So, der Föhn ist jetzt ziemlich warm. Ich habe natürlich auch einen Schal umgelassen. Ja, du hast auch eine Glasplatte unter dir, die Wärme auch nochmal. Genau. Abgibt. Und ich habe mal in Schwerin, auch jetzt im Sommer haben wir immer oder im Weihnachten haben wir so einen Kreativmarkt gemacht und einmal war wirklich im Sommer, es war heiß draußen, Glasdach und Kreativhöfe Schwerin, die haben das dann auch noch in der Pressepublik gemacht, dass wirklich ganz viele gekommen sind. Also von 30 Grad waren wir ja bei 50 Grad mit den ganzen Föhnen. Also es ist auch schon, also im Sommer könnt ihr das ruhig lieber trocknen lassen. Im Winter ist es natürlich angenehm. Man muss keinen Heißluftföhn verwenden. Wir haben jetzt halt hier einen Heißluftföhn, weil der schon leise ist. Ihr könnt das mit einem ganz normalen Haushaltsföhn oder mit einem Reiseföhn, Trockenföhn. Dieser Heißluftföhn, der ist halt einfach nur, weil der so schön leise ist. Deswegen haben wir den. Rein theoretisch würde sich mit dem auch die Trocknungszeit ein bisschen verringern, weil das Wasser schneller verdunstet. Genau. Wir müssen nur bei dem Baumarkt Heißluftföhn wirklich aufpassen, weil er zu heiß ist, wenn man den. Ja, die würde ich jetzt auch nicht nehmen. Genau. Das ist ein Brenner. Genau. So. Und abkühlen. Exakt 10 Minuten. Und jetzt ist es aber sehr heiß. Jetzt müssen wir es abkühlen lassen. Das ist auch wichtig. Genau, das ist jetzt erstmal schön abkühlen lassen. Jetzt könntet ihr zum Beispiel noch sagen, ich mache ein bisschen weiß rum oder ein bisschen rosa zum Beispiel. Ach, wer hat das so? Genau. Ne, aber wenn man jetzt sagt, man hat Langeweile, aber eigentlich hat man ja nicht Langeweile zu Hause. Wenn du es jetzt noch abrubbelst und dann vielleicht Sachen kaschieren musst, ist es nachher einfacher mit der Farbe. Mhm. Als wenn du jetzt dann zum Beispiel übers Papier dann doch rüberkommst oder so. Genau, lass mal noch ein bisschen abkühlen. Und so ist, wie man das ja so zeitverzögert sieht, ne? Ja. So, was macht das hier? Genau. Ganz schön heiß jetzt. Im Moment muss man warten. Das ist übrigens eine Technik, die aus dem Tätowierhandwerk kommt. Mhm. Das Transferieren und so. Damit man die Motive, also für die Leute, die nicht frei handmalen können, dass man die überträgt. Also die besten Künstler schummeln und transferieren durch unterschiedliche Techniken, so wie wir das vorhin gemacht haben mit dem Bleistift, das ist eine Art. Und die Transfertechnik ist halt auch eine Art, wie man das übertragen kann. Mhm. Genau, das ist so. So. Müsste aber schon... Ja, die Platte ist unter dir. Das, ja, heißt, das ist... Das wird einmal aus dem Bild raus, genau. Ich sag mal, bei den Föhn, die man zu Hause hat, ist ja oft die Kaltstufe dabei, ne? Ja, das ist, im Endeffekt soll jetzt das Wasser in dem Medium verdunsten. Deswegen ist so 24 bis 48 Stunden reicht vollkommen aus, damit das Wasser da halt rausgeht. Was man noch beachten müsste, jetzt die Platten sind ja relativ dick, wenn man jetzt dünnes Holz nimmt und man hat nur an einer Seite Medium drauf, dann verzieht sich das Holz. Genau. Dass man da auf jeden Fall nochmal transfer, also dass man da nochmal Acryl auf die Rückseite macht, damit sich das Holz nicht verzieht. Aber man kann es halt auch auf Papier machen oder auf stabilem Material mit dem entsprechenden Lack drunter, weil man weicht das ja nochmal an und damit das dann ordentlich funktioniert. So.
Du solltest auf jeden Fall irgendwas im Motiv haben. Genau, ja, so langweilig. Das ist tatsächlich nicht so schön, wenn genau, da nichts das passiert. Ist nicht so schön. So. Und das hast jetzt, das ist nicht mehr da, weiter sagtest du. Doch, kommt, das, doch ist, ach, das ist da, nur der Transferstift ist nicht da. Ach, also das, hm. Das reine Öl, das habe ich von einer anderen Firma da. Hm. Und da ist es halt wirklich super easy. Du nimmst deine Kopie, legst sie rauf, machst das Öl hinten drüber und dann rubbelst du mit einem Mundspatel einfach das genau, Pigment genau. auf den Untergrund. Das ist auch ganz toll für Schriften und alles Mögliche, ne? Ja, und aber das geht, also das geht auch für Stoff, aber da ist halt ganz wichtig, dass die Flächen mhm. glatt sind. Genau, können ja einmal hier. Schwämmchen. So. Ja, das. Schere ist auch. Ist der erste Online-Bastelkurs, den du machst? Ja, genau. Okay. Hat einer gefragt? Nö, ich brauche das gar nicht. So. Ja, du musst irgendwas machen. Genau. Wir müssen irgendwas machen. Wir wollen kein Standbild. So. So, oder? Ja, können einfach mal. Ja, wenn es jetzt, also wie gesagt, wenn es jetzt nicht akkurat wird, ist es auch okay. So, wenn wir das relativ gut abgekühlt haben, dann nehmen wir uns jetzt einen sauberen Schwamm wieder. Ich lasse ihn jetzt so groß. Jetzt wollen wir das Papier wieder runterbekommen. Das heißt, die Farbe ist ja jetzt darunter. Die wollen wir drauf lassen und jetzt rubbeln wir nur das Papier ab. Dafür brauchen wir ein bisschen Wasser. Wenn ihr keine Sprühflasche zu Hause habt, dann nehmt ihr euch einfach einen Schwamm und macht den nass und drückt es dann hier so ein bisschen aus oder mit der Sprühflasche ein bisschen anfeuchten. Seht ihr das schon gut? Daran seht ihr jetzt auch, dass es nur wirklich dieses 80 Gramm Papier ist, weil bei dicken Papier würdet ihr jetzt noch gar nichts sehen. So, nicht zu nass gleich machen. Mhm. Und jetzt gehe ich hier. Jetzt kommen viele auf die Idee und sagen, ach Mensch, jetzt nehme ich schön die raue Seite. Raue Seite, dann geht das schön schnell. Aber da wirklich lieber warten, weil wenn es zu doll macht, ist es ja wie Schleifpapier und dann geht euch die Farbe auch ab. Nee, wir kriegen nicht den Transfermarker von Kreuel, sondern wenn, dann von Pentart. Kreuel ist eine Marke, die man eher in den großen Bastelläden hat. Genau. Und ich habe halt mit Kreuel immer gearbeitet, weil ich das halt für den großen Bastelladen in Rostock gemacht habe, als Kooperation. Genau, schöne Grüße nach Rostock, genau. Zu Golo & Mohr. Dass jemand zuschaut. Hallo Jörg, hallo Ines, ihr, die schauen das später. Genau, die schauen das später, die werden dazu verdonnert. Guckt euch das an. Genau, und ihr seht, ihr schon schön hier. So, wenn man jetzt merkt, dass das Papier wieder weiß wird, dann ist es wieder sehr trocken. Ne? Genau, dann kann man gleich wieder was drauf machen. Ich mache mal ganz so ein bisschen die erste Schicht. Und jetzt sieht man natürlich auch so richtig schön, wie viele Schichten Papier eigentlich das sind. So, und hier sehen wir mal, es geht schon ein bisschen was ab. Wir müssen jetzt wirklich gucken, ob das denn da vorne, weil es noch zu heiß war. Ne? Man kann natürlich jetzt auch sagen, man macht das einfach mit dem Finger so, aber das wird natürlich zu lange dauern. Aber da sieht man schon, wie die erste Schicht hier richtig schön runterkommt. Kann man gut sehen hier, ne? Genau. Guck mal, man kann das teilweise richtig abziehen, so rollenweise. So, da haben wir den Bildtransfer. Jürgen hat den Link mal geteilt. Da gibt es das Transfermedium, also der Image-Transfer von PentArt bei uns im Shop. Und wie gesagt, das Öl, das ist gerade nicht da. Das kommt aber noch, wenn es dann wieder lieferbar ist. Mhm. So, das macht sich auch immer schön, wenn man so ein Wahrzeichen, also wenn man dann so alte Erinnerungsbilder hat, so genau. Von damals war es ja noch so, dass man in andere Länder reisen konnte. Sehenswürdigkeiten und sowas. Und man hat so noch schwache Erinnerungen dran, so Eiffelturm hier, Big Ben da. Und so, da kann man halt auch sich so eine Memorabilienwand machen. Damals war es. Ja, und dann bastelt man sich halt so kurz ein Stück Urlaub. Genau. Ja, das ist auch das Foto. Ich kann mich noch daran erinnern, dass man Stirn nachmalen musste. Also wenn ich im Hobbymade für einen Kurs gemacht habe, im Fototransfer, dann haben die meistens Porträts oder irgendwelche Gesichter transferiert. Und dann war man, oh ja, ich habe die Stirn weggerubbelt. Genau. Und dann war so, no problema, ich wirke als Kosmetikerin, ich kann auch Stirn. Dann habe ich mal einen Hautton gemischt und habe dann die Stirn nachgemacht, damit das nicht so auffällt.
Ja, genau, wo du gerade sagst, mit Retuschieren, also klassisch Fotolabor habe ich ja noch die Ausbildung gemacht und da war das halt Standard, dass wir immer ein bisschen retuschiert haben. Und das ist ja, was in der digitalen Fotografie so fehlt. Also wir haben ja die Bilder im Labor entwickelt und dann Retusche gemacht. Und das ist so ein bisschen, was man so ein bisschen kompensieren kann jetzt, ne? Dass man sagt, man hat wenigstens Fototransfer und arbeitet ein bisschen analog. Das, was ein bisschen verloren gegangen ist, genau, mit den Händen, ne? Ja, wie viele digitale Bilder. Also ich habe letztens 7000 Dateien vom Handy runtergenommen. Viele Motive doppeln sich und dreifachen sich und zehnfachen sich. Ne? Genau. Das ist irgendwie dasselbe. Aber so mal die Kinderfotos oder die Bilder. Ne? Also gerade zu Weihnachten oder naja, zu Geschenken kommt das so gut an, wenn man so ein Holzbild verschenkt, ne? Ich würde es ja auch eine Scheibe machen und dann ich hänge ja mal alle Leute an den Baum. Oder Willkommensschilder, ne? Ne, willkommen ist ja keiner. Das geht doch nicht. Das wird zu bunt. Genau, und hier sehen wir natürlich. Das ist schön milchig, ne? Noch. Genau, dass sie es noch milchig ist. Gib es mal ein bisschen hoch, damit die. Mhm. So, ja, damit man, naja, du siehst ja, dass genau, wie viel man jetzt, ne? Da mal sieht. Deswegen sehen wir das gut hier an den einen Punkt. Sollte man natürlich so, wie du das jetzt machst, nicht stundenlang machen, nee, den genau. ganzen Tag, weil dann rubbelt man sich auch den Finger mit runter. das merkt man dann nachher. Also besonders, wenn der Untergrund sehr feucht ist oder sowas, dann passiert das halt auch. Das mögen manche auch nicht, ne? Also es gibt auch welche, die das nicht mögen, da mit dem Finger zu rubbeln. Ja. Würde das auch nicht mehr. Wie gesagt, ich bin dann die Faule, ich halte das unter dem Wasserstrahl, dass das Papier schneller nass. Und dann habe ich aber auch ein Gefühl dafür, wie lange kann ich daran rubbeln, bis die Schicht weg ist. Ja, also ja. Je öfter man das macht, desto mehr erkennt man das. Und jetzt hat man das ganz gut gesehen, als du es nass gesprüht hast, wie kräftig die Farbe wurde. Und derselbe Effekt, den hast du dann, wenn du den Lack drauf machst und nur noch diese leichte Schicht drauf hast, dass man dann sozusagen das Motiv ganz klar sieht und dann muss der Lack aber relativ schnell trocknen, damit das Motiv sich nicht wieder, also das Papier nicht wieder trocknen kann drunter. Das ist aber ein dicker Untersetzer. Da fällt das Glas schnell um. Nein. Was? Ja, die meisten kommen dann auf die Idee, wirklich so zu machen, aber das ist ungünstig, weil dann da hält dann auch der Kleber nicht stand. Ja. Weil die Schicht, die ihr jetzt aufgetragen habt, ist ja relativ dünn. Ne? Also auch wenn ihr das Papier und den Untergrund eingestrichen habt, würde das so ein Topfschwamm nicht überleben. Seht ihr das gut jetzt, wie schön die Farbe hier rauskommt? Jetzt seht ihr richtig an der Ecke, wie viel Papier da eben noch runterkam. Ich gehe mal zwischendurch hier zum Beispiel gerne mit den Fingern rauf, wo man da nochmal ein Gefühl für hat, ne, was noch da ist. Da, guck, jetzt haben wir einen schönen Effekt, einmal zu viel gerubbelt. Ne? Ja, nehmen wir nachher einen rosa Farbton und drucken da einmal drauf und dann ist das wieder schick. Und das passiert aber auch, wenn man jetzt richtig viel Kleber drauf hat und richtig viel, das kann einem da auch passieren. Hm. Also das ist halt, das ist ein, ist schon ein gefühlvolles Basteln. Genau, muss ich gucken. Machen wir einmal hier. Vielleicht ist das schon ein bisschen kühler. Ich lasse es jetzt mal kurz so. Und jetzt ist eben, wie gesagt, hier würde ich jetzt nicht das ganze Bild auf einmal machen. Erstmal wirklich nur hier die Ecke. Das seht ihr hier natürlich zuerst schon gleich das Grün. Wir hatten früher beim Hobbymeet hatten wir ein Riesenbild zu stehen, wo Transfer drauf war. Da durfte dann jeder Kunde mal probieren, zu testen, wie sich das anfühlt, das wie man das machen kann. Mhm. Und so, damit man dann ein Beispiel hat, wie Transfertechnik funktioniert.
Das ist auch eine gute Idee. Ne? Das erinnert mich gerade so ein bisschen dran, dieses so nur zur Hälfte oder nur ein bisschen erstmal aufrubbeln. Mhm. Wieder keine Technik für mich, wäre ich zu ungeduldig. Vielleicht schreibt das. Nee, das ist, wie gesagt, das ist. Es gibt auch wirklich, man kann auch, also es bestätigen viele, da kann man auch nicht jeden Tag machen. Ne? Manchmal hat man Tage, da geht es einfach gar nicht. Da kann man machen, was man will, es gelingt einem kein Bild, wenn man zu ungeduldig war oder nicht gut aufgetragen hat. Ne? Das ist natürlich auch ein cooler Effekt, wenn man so ein Bild irgendwo drauf macht und dann nur die Mitte frei rubbelt und den Rand dann halt so verschwommen lässt. Also weil das dann halt wirklich von total deckend zu halt ein bisschen unscheinbarer. Ich würde mal so eine Vignette gleich mit rummachen. Genau. Frau Lina sagt, es sieht sehr cool aus. Oh, schön, danke. Ja, und ich sag mal, ist ja auch wirklich eine tolle Technik jetzt, ne? Wie wir schon gesagt haben. Man kann einfach mal gucken, was man noch an alten Urlaubsfotos hat und sich das jetzt wirklich schön auf Holz transferieren, hinstellen. Oder ich sag mal, viele, die gerne fotografieren oder Blüten fotografieren und eben Kirschblüten gerne haben. Man fotografiert jedes Jahr, wir fotografieren jedes Jahr neue Kirschblüten, aber irgendwie hat man doch trotzdem nie das gleiche Motiv. Also wenn wir durch den chinesischen Garten laufen, haben wir immer dieselben Motive. Das sieht jedes Jahr, also immer wenn wir da durchlaufen, haben wir dieselben Motive. Und halt jedes Jahr schön. Eben, kann man immer wieder, ne? Ja. Und das Schöne ist ja, jede Stadt hat ja ihre Ecken, wo ganz viele Kirschbäume auf dem Fleck sind. Ne, Berlin wurden die ja letztes Jahr. Wer hat im chinesischen Garten, haben doch irgendwelche Attentäter unsere Kirschbäume alle gefällt, damit die Leute, die zum Kirschblütenfest kommen, halt nicht kommen, weil sie ja keine Kirschblüten mehr da haben. Die haben wirklich, wie heißen die? Terroristen sind das nicht. Wie heißen die anderen? Vandalisten? Aktivisten? Vandalen? Haben in den Gärten der Welt so, halt Bitte. die Kirschbäume alle gefällt. Und das Kirschblütenfest da ist halt auch immer cool, weil dann auch gleich noch Drachenfest ist, ja, und Lichterfest und die ganzen Cosplayer kommen und Fotos machen. Das war halt den Anwohnern dann ein bisschen viel oder die Leute, die das halt gestört hat. Das ist sehr schade. Aber Richtung Alexanderplatz, neben der Polizeiwache sind auch schöne Kirschbäume. Mhm. Die sind auch sehr hübsch. Na und, wie gesagt, der Später Steg, Bornholmer Straße. Ja, das kennen die alle nicht. Kenne ich ja nicht mal. Nee. Brauchst du mir nicht erklären, wo das ist. Will ich gar nicht wissen. Ich komme da eh nicht hin. Ich verlasse meinen Kiez nicht. Weißt du, immer nur zwischen Wohnung und Laden. Ja. Außer du gehst mit mir nachts auf Fototour. Das ist auch im Kiez. Das ist immer noch im Kiez. Das ist ja immer noch. Ja, und mal zu Mutti im Garten. No? Nein, naja. Da muss man nicht. Außer du fährst zur Ostsee. Das ist was anderes. Da gibt es nur zum Flittchen hin. Oder ne? Weil wenn andere Leute flittern, dann schaffen wir nur einen halben Tag und das ist dann nicht die Flitterwoche, sondern das Flittchen, weil es halt nur ein halber Tag war. So, jetzt seht ihr schon, wie gut die Farbe hier durchkommt, wirklich hier noch so ein paar Fussel sind und hier am Rand, wie gesagt. Und hier ist natürlich noch ein bisschen mehr. So, das, aber wie gesagt, die viele wollen denn hier schon aufhören. Och, das sieht doch ganz gut aus. Da sieht man ja, man wartet ein bisschen, da kommt immer noch ein bisschen. Genau, jetzt, jedes Mal, wenn man es abtrocknen lässt, dann sieht man nochmal das Papier, was da eigentlich also, ist. Also das kann man auch näher, umso öfter man das macht, hat man das Gefühl, ob man jetzt den Lack schon rüber machen kann oder ob man wirklich das sagt, nee, ich mache das dann noch ein bisschen ab. Das ist, reicht noch nicht, ne? Da kann ich jetzt nochmal so ein bisschen sprühen hier. Genau, und ihr seht schon hier das Ganze. Das sieht dann, genau, und meine Jacke. Das sieht dann gut aus, wenn das alles auf dem Boden liegt. So, das haben wir hier. Schön. Wie gesagt, das war wirklich, wenn die ganzen Kirschblüten runterkommen, Botanischen Garten so reingeht, dann hat man die ganzen Bäume und dann ist das alles da unten, das sind aber keine Primeln, was auch immer das da unten ist auf dem Boden,
Und da lagen dann die ganzen Kirschblüten drauf. Also ihr könnt wirklich auch nicht nur die Bäume, sondern auch mal nach unten, links und rechts gucken. So, und das mache ich jetzt zum Beispiel hier noch gerne den Rand schön weg. Seht ihr das Wasser wieder drauf? Sieht es erstmal wieder gut aus. Da sehe ich aber schon, das bleibt nicht so. Da seht ihr aber schon, wie die Farbe schon schön gut rauskommt. Schön. Also, ich bin mal wieder begeistert. Ne? Wie schön es aus wird. Es ist wichtig, dass man sich über seine Arbeit freut. Über das, was man geschafft hat. Stell dir vor, du würdest das kacke finden. Na, das wäre natürlich schlecht. Dann würdest du es wahrscheinlich auch nicht zeigen. So. Ich bin auch so froh, dass ich mich immer freue, mit dem So. Hochhalten. Höher! Sehr gut. Sehr schön. Oh, sieht aus wie ein Foto. Sieht aus wie ein Foto. Meinst du? Ja, guck mal, sieht in dem Video jetzt oder im Film sieht es aus wie ein Foto. Also genau, es ist nicht weißen Rand, ne? Genau. Wie gemalt, sondern es ist wirklich ein schönes Foto auf einer Holzplatte. Ist das jetzt ein Duplikat? Eine Dublette? Nee, was? Ja, gut. Hm. Okay, hast du das irgendwie aufgerufen? Nee, das hast du aufgerufen. Also ein paar Kirschblüten sind noch. Wenn ihr jetzt kein Kirschblütenfoto habt, könnt ihr morgen am Sonntag noch losflitzen. Ja. Ne? Und ihr müsst auch, wie gesagt, keine knallige Sonne haben. Manchmal ist graues Wetter besser. Da kommt Farben viel besser raus. Du findest auch auf Pinterest, wenn du Bildtransfer eingibst, ganz viele Vorlagen, die schon spiegelverkehrt sind, die man nur noch ausdrucken muss. Und da auch zu jedem Thema. Meistens für den persönlichen Gebrauch, nicht zum Verkaufen gedacht. Genau. Und so. Das ist ganz cool. Da hat man auch viele Vintage-Motive und das ist schon schön, wenn man so alte Fotos transferiert. Macht genau. Das gut. So, jetzt müssen wir aber gut runter haben. Gucken, hier sieht man das gut. Natürlich kurz antrocknen lassen, bevor wir den Lack aufmachen. Ja, jeder Wasserlöslich. Haben wir einen offen? Wir haben dann viele Flächen. Und gibt auch einen gefunden. Dann ist das jetzt glänzend oder matt? Ich mag lieber Mattlack jetzt zum Beispiel. Das ist natürlich Geschmackssache. Ja, der eine schmeckt besser, der andere weniger. Schon wieder. Das ist wie mit den Perlen vorhin. Je nach Geschmack. Wer will denn Perlen essen? Na. Silkischein habe ich hier. Ja, sehr gut. Das Silkischein ist das Beste. Das ist, ja, der ist ein bisschen milchig. Mhm. Aber wir haben eigentlich auch noch... Das hier ist lieber, dass das weg ist. Moment, wir haben noch einen schönen Mattlack, den wir auch gerne übers Wachs machen. Jetzt seht ihr, wie es noch wieder ein bisschen weiß wird, aber wie gesagt, da machen wir jetzt Lack drüber. Oder was wir auch haben, was richtig krass ist. Du hast ja Mattlack oder du hast hochglänzenden Pooling Glaze. Das ist natürlich auch gut. Wenn man dann möchte, dass das halt wirklich so ein bisschen erhaben ist. Ja, das kann man machen, weil. Das ist dann. Das ist natürlich, also ganz, genau, ganz extrem. Das ist natürlich auch gut. Das sieht vielleicht auch richtig gut aus hier bei dem Rosa. Ich glaube, da passt es natürlich auch gut. Ja, genau. Jetzt immer weiter, jetzt weiter. Genau, da passt es sehr gut. So. Und das, wie gesagt, mir gefällt das wirklich so schön, weil hier, ich mag das natürlich auch sehr gerne, wenn es, wie gesagt, schön rosa nur ist, aber hier diese kleinen Gelbtupfer dazwischen mit den Grünen. Wirklich mal ein anderes Kirschblütenmotiv.
lieber einmal zu viel hier rüber gehen. Natürlich nichts wegruppeln mehr. Hier habe ich ganz bisschen weg. Ne? Aber sie sieht man gut, wie das bei dem Motiv gar nicht groß zu sehen ist. Hier ist ein kleines bisschen weg. So, das sieht doch wunderbar aus. So. Gesagt, jetzt machen wir, probiere ich das echt mal aus hier. Das wäre jetzt matt. Und das ist das Polengläs, ne? Genau, das wäre dann schöner. Hochglänzend, ja. Das muss man gut trocknen lassen. Mhm. Nehme ich den kleinen Schwamm hier nochmal. Und da, gerade hier, nehme ich ungerne Pinsel. Ich darf hier alles aufmachen. Mensch, was für ein Look. Das war schon mal offen. Das sieht man, dass offen. Die Pappe, genau, dass sie eingeweicht ist. Die darfst du direkt entsorgen. Ja. Das sollte man nämlich nicht machen, weil die Pappe entzieht dem Produkt immer Feuchtigkeit. Wir vergessen das so gerne. Oder wir haben die Sachen aufgemacht, da wussten wir das noch nicht. Dass sobald die Alufolie entfernt ist, die Feuchtigkeit sich in die Pappe saugt und dann trocknet das halt aus. Und um das zu verhindern, nimmt man da einfach das raus. Puring heißt ja fließen. Ne? Das heißt, du kannst es einfach ein bisschen raufkippen und dann verteilen. Genau. Mhm. Und das ist halt, damit das so richtig schöne, glatte Abschlussoberfläche ist. Im Prinzip wie, wie heißt denn das andere, was man so drauf macht, was ihr auch habt? Resin. Nee, genau. Genau, das ist sozusagen die wasserlösliche Variante, wenn man irgendwie was abschließen möchte und man sagt, das darf auch noch richtig glänzen. Mhm. Das ist Resin und das ist Fluidloss. Aber du solltest das noch mehr glatt drauf machen, genau. Mhm. Mit Schwamm arbeiten jetzt halt auch, ne? Muss ich ja selber wissen. Ja, das ist ein bisschen dick gewesen. Meinst du, soll jeder beim Pinsel nehmen? Du machst das so, wie du. Also es funktioniert damit auch. Du hast halt dann da so ein paar erhabene Stellen, wenn du jetzt hier. Die beim Pinsel habe ich jetzt ja bei der Technik, genau. Wenn du jetzt einen Pinsel nimmst, dann solltest du das halt einmal in die Richtung streichen, einmal nochmal in die andere Richtung. Und das ist halt. Fluid und Puring Glaze, das ist halt eine Glasur. Mhm. Ne, das soll schon ein bisschen dicker aufgetragen werden, damit das nachher eine schöne Oberfläche hat. Mhm. Das ist toll. Ja. Das sieht gut aus, ne? Oder? Mhm. Genau, die sind wieder alle wasserlöslich. Ja, das ist gut. Mhm. Das Mattvernisch, das kannst du halt auch mit demselben Pinsel, den machst du halt einmal kurz mit Wasser sauber. Und dann kannst du das zum Beispiel dann nachher über das andere Medium, über die andere Platte drüber machen. Und wenn man jetzt merkt, dass da hier so zum Beispiel, wenn du das bewegst und da sind so Flächen, die nicht ganz glatt sind oder so, man kann das auch in zwei oder drei Schichten machen. Ach so. Dann hat man nachher halt wie bei dem Fisch, da sind es halt auch auf einer Leinwand, man sieht die Struktur und dann hat man dann halt eine schöne, immer noch elastische Fläche. Das ist halt der Unterschied zum Resin. Ja, also das Glaze bleibt elastisch und deswegen geht das halt auch auf beweglichen Unterlagen. Das sieht auch schon, hat richtig einen tollen Kick nochmal dadurch, ne? Genau. Ach so, das war schön. Ja. Mhm. Genau. Den kannst du auch ins Wasserbad stellen, ne, den gerade. Genau. So, das ist jetzt, wie gesagt, nicht so perfekt. Wir machen das trotzdem mal weiter. Also ich würde jetzt sagen, hier kann es wirklich auch daran liegen, dass das noch so heiß war. Ne? Oder natürlich auch nicht gut übertragen oder zu wenig Kleber, da muss man gucken. Da sehen wir, dass hier ein bisschen mehr abgeht. Also hier geht genau. Also entweder habe ich da nicht gut gearbeitet. Oder das Motiv wollte da nicht so raus. Das Motiv wollte nicht so raus. Das können wir natürlich auch sagen. Und das Problem, wenn es einmal so angefangen habt, dann habt ihr, also kann man eigentlich nachher, wenn es so viele Stellen sind, aufhören, weil dann ist es oft, dass euch das immer mehr ausreißt.
Dann wäre die Variante umdrehen, neu machen oder wie wir sagen, man kann einfach rübermalen. Ne? Genau, im Zweifel kommt Farbe drüber. Genau. Und dann fängt man wieder von vorne an. Oder wenn mit eurer Mixed-Media-Technik könnte man jetzt natürlich auch du sagen... Du kannst auch eine richtige Blume rauf. Genau, ne, man könnte jetzt natürlich genau. auch einfach darüber arbeiten. Ja. Wenn man sich traut, kann man auch einfach Acrylfarbe anmischen und dann so ein paar Tupfen drauf machen und dann ist gut. Genau, das wäre auch, ne? Das geht auch. Und da kann man es trotzdem mal ganz gut sehen hier. Ich würde es mal einfach mal kurz machen, damit wir nochmal den Mattenlack ausprobieren. Hier, die passt jetzt. Hier noch so mischen. Ja. Genau. Ich meistens fängt es, wenn es einmal so anfängt, dann ist es nicht gut übertragen. Dann hat man noch mehr Stellen. Genau. Das ist ja auch ganz gut, dass man da den Vorführeffekt hat, dass man sagen kann, also wenn du solche Crackle da mit drin hast und das Motiv wirklich abgeht, dann kann man davon ausgehen, dass dass mehr Motive davon, also mehr von dem Motiv nachher auch runtergeht. Und genau. Dass man dann halt wieder von vorne anfängt. Jetzt geht's. Wenn es so ist, dass nach 22 Uhr keiner mehr raus darf, außer zum Joggen, dann haben ja auch die Läden zu. Und das heißt, du kriegst nachts nichts mehr zu essen. Und in Berlin kriegst du eigentlich immer was zu essen. Und das wird gerade geklärt. Also falls ihr dieses Gespräch gerade mitbekommt, da geht es nur darum, wo kriegen wir jetzt nach 22 Uhr, weil Simone ist in einer Viertelstunde fertig und dann sind die Läden zu. Was zu essen her? Nicht wahr? Na. Ganz wichtige Frage. Genau, wir haben alle Hunger, ne? Ja. So. Genau, seht ihr immer wieder. Und jetzt bin ich eben so vorsichtig, weil ich wirklich, also Angst ist natürlich übertrieben, ne? Aber weil natürlich, weil ich jetzt weiß, da kommt immer mehr runter. Du hast da schon Respekt vor. Genau. Dann lassen wir das einfach ein bisschen so. Wir wissen ja, das ist nicht ganz in Ordnung, aber wir probieren jetzt einfach nochmal den matten Lack aus. Genau, lass den Pinsel einfach ein bisschen ausspülen mit dem Puring, sonst hast du da eine Glanzfläche drin. Und dann mit dem Küchentrepp einmal kurz trocken machen, damit der Lack nicht verdünnt ist. 22 Uhr, also rein theoretisch, also wenn wir mal hier kurz gefährliches Halbwissen verteilen dürfen, ist es so, dass durch dieses Notbremse-Geschichte ab 22 Uhr sozusagen du nur noch mit wichtigem Grund raus darfst, wobei Joggen alleine und der Weg zur Arbeit und Speisen holen und abgeben und sowas ist wohl bis Mitternacht auch noch erlaubt und dann bis 5 Uhr schlafen wir. Nur und also nur wenn du zur Arbeit musst oder der Hund Durchfall hat oder sowas, also nur aus wichtigem Grund. Also aus Fotografensicht muss ich natürlich sagen, zum Sommer hin, es ist natürlich tragisch mit dem Sonnenuntergang nachher. Das wird natürlich schwierig. Aber aus beruflichen Gründen ist doch wichtig. Wir als Selbstständige dürfen uns draußen bewegen. Aber wir haben, also deswegen, das ist auch ein Grund, warum wir den Kurs, der jetzt danach sein sollte, auf morgen verlegt haben, einfach so spät raus und dann, wenn so neue Regelungen umgesetzt werden, dann sind die alle sich immer noch nicht sicher, wie ist das und man gesagt, um dem aus dem Weg zu gehen und vielleicht auch noch 2 Stunden Schlaf zu kriegen, haben wir den Kurs, der jetzt um 22.30 Uhr stattfinden sollte, auch morgen 16.30 Uhr verlegt. Da zeigen wir Stempeltechniken, ne? Mit Kursblütenthema, werdet ihr dann sehen. Dann machen wir, was gibt es morgen noch? Morgen früh um 10.30 Uhr startet Jule mit einer XXL-Schleife, so im Kimono-Style. Dann um 12.30 Uhr machen Jule und ich ein kleines Scrapbook-Battle. Sie hat sich eine exquisite Karte ausgesucht und ich mache ein Mini-Album aus einem Blatt. Bei dem Puring-Dings wirklich schön den Film bewegen, ansonsten steht der Blasen. Mhm. Was haben wir noch? 14.30 Uhr macht Nama ihr Projekt. Da bin ich auch sehr gespannt, was da passiert. Wenn ihr schon mal auf Namas Blog wart oder da geguckt habt, ich teile gleich nochmal den Link. Un momento, por favor. Wo sind wir da? wir nehmen mal den Instagram-Account, den können wir mal gut teilen. Und
So. Das ist der. Hat mir keiner gesagt. Das ist der Blog von Nana, die morgen ihr Instagram-Account, die um 14.30 Uhr als Special Guest zu unserem Kurfblütenfest erschienen sein wird. Ja. Genau, und sie macht sehr coole Sachen, teilweise ein bisschen düster, teilweise ein bisschen Steampunk und so, es ist sehr cool. Und dann, wenn Nana fertig ist, dann zeige ich um 16.30 Uhr dann halt nochmal auf die schnelle Stempeltechniken. Ich habe ein bisschen recherchiert. Wir werden auf jeden Fall Feuchttuchstempeltechnik machen. Das ist sehr witzig. Und wir arbeiten mit Embossing und Flashpigmenten. Das ist auch sehr cool. Lucien hat mir ein paar von ihren geheimen Asia-Stempeln gegeben. Das heißt, ich habe dann auch Motive, die wir definitiv nicht verkaufen, weil ich keine Ahnung habe, wo man die bestellt. aber die dürfen wir dann benutzen. So, jetzt kann man das wunderbar sehen. Hier ist der Matte-Effekt. Und wie gesagt, das habe ich auch das erste Mal ausprobiert. Das ist Pouring Glaze. Ne? Pouring Glaze. Sag's doch, steht da drauf. Einfach lesen. Das genau. Ist Fließglase. Fließglasur. Also gefällt mir auch sehr gut. Ich mag das Matte auch sehr gerne, aber das ist auch klasse. So, jetzt nehmen wir mal, das trocknet noch ein bisschen. Und wie gesagt, sieht es aber noch mehr wie Lotus. Also wie, genau. Passt perfekt. Seerosen, ne? Ja, wunderbar. Und wie gesagt, jetzt können wir wirklich mit Schleifpapier nochmal richtig hier die Kanten ein bisschen, weil die sind ja auch ganz schön. So, habe ich das vergessen, zum Morgen zu sagen? 10.30 Uhr geht's los? Ja, schon. Ja, Julchen, also ich darf tatsächlich noch halb schlafend sein, weil Jule sagt, die Nähmaschine hat einen Autopiloten. die kennt den Weg. Und ja, cool. Und jetzt hast du das Braun dann wieder. Genau, jetzt haben wir ein bisschen was vor. Ne? Und dann können wir auch zum Beispiel die Ecken hier so schön. Und die Monsterschleife da mal reinhalten. Ja, aber erst wenn der Kleber vom Tisch ist. wir machen noch einfach die Frontalansicht und dann kannst du die nochmal in groß vor deinen Gekäuse halten. Dann sieht man, wie groß die Schleife ist. Sehr cool. So, dann sieht es gleich nochmal ganz anders aus. Ne? So, und wenn du jetzt so ein paar Scrapbook-Techniken machst oder so Kartenbastel, kannst du hier noch ein kleines Etikett drauf machen. Mm-hmm. Dann hast du schon. Ja, wird gleich viel kleiner. Genau, machen wir gleich. Halbe nur rum hier. Ja, und die Zeit dürfen wir dann. So. Wir sind ja, also ich bin seit, ich will es gar nicht wissen, ich bin seit 6:30 wach. Viere. Aber der Kater hat mit mir Serie geguckt. So. Der hat mich geweckt und hat gesagt, komm, wir gucken noch zwei Folgen. Genau, ich würde gerade rein, ja, aufhören. Also sehr gesagt, gut. Ne, und dann könnt ihr jetzt hier zum Beispiel, wo hast du denn rosa? Ein rosa Bein? Was? Und dann könnt ihr hier noch Farbe ranmachen, alles. Und es ist echt schon 21:53. Ja, du bist in 2 Minuten machen wir die Kamera hoch und dann verabschieden wir uns also ganz ordentlich. Ich habe vorhin einen Schreck gekriegt, als Möcker sagte, es ist 90 Minuten geplant. Genau, also es haben ganz viele, die bei uns in Livestreams gehen, dass sie sagen, ach, 90 Minuten, das ist ja so viel Zeit. Genau. Und sowas, was soll ich in der Zeit machen? Und dann ist so 90 Minuten, 1,5 Stunden, das muss man erstmal hinkriegen, in der Zeit wirklich was fertig zu machen. Ja, das ist so Wahnsinn, ist das, ne? Also, natürlich, wenn ich den Workshop mache, setzen wir ja auch 2 Stunden an, ne? Warum sollte es live anders sein? Also wir haben in der Regel 3-Stunden-Kurse, damit die Leute sich erstmal noch überlegen können, was sie machen wollen. Wie gesagt, und wenn ihr stellt euch das einfach so schön hin, irgendwo auf dem Board, oder ihr macht euch hier ein Kreuz, kleines Loch rein und könnt es überall schön an die Wand dranhängen. Oder mit in der Tasche rumschleppen und damit Einhörner oder Schlüsselanhänger, wie beim Kloschlüssel. Genau. Entschuldigung. Ja, weil es ist so mein dieses Bildchen. Große Holz, damit der Schlüssel fürs Klo nicht abhanden kommt. Genau. Ja, das könnt ihr doch. Genau, also wer den sitzt, ist selber schuld. Genau. Fürs Büro oder so. Genau. Das ist so eine gute Idee. Zimmerschlüssel. Wir machen eine Bastelpension auf, wenn Chris immer so ein Witz kriegt. Genau. Sehr so, schön. Super. So, jetzt machen wir das Bild wieder hoch. So. Sind wir nochmal alle drei drauf? Genau, jetzt könnt ihr das mal kurz nach hinten. Jo, Jüchen, komm her. Jüchen hat eine fette Schleife. Und dann zeigst du morgen, wie das geht. Oh, guck mal. Du hast aber eine große Schleife. Nicht wahr? In 10 Minuten. So, guck mal, wie groß die eigentlich ist. Die ist nämlich eigentlich so groß. Soll nicht heißen. Ich bin wirklich größer als bei dir. Das kann man dir auch.
Du bist auch wunderschön. Oder in die Haare. Mal hier so auf einen Zopf. Ja, schüttel dein Haar. Oh, an welchen Film erinnert mich das? Ariel, die große Schleife, rote Haare. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Ja, aber guck mal, hier so ist auch so mit der Affenschaukel und so. Ne? So kann man die auch tragen. Ja. Ja. Vielen Dank, dass ihr heute diesen ersten Tag von unserem Kirschblütenfest mit uns gefeiert habt. Nicht wahr? Mhm. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Ja, einen Special Guest vor Ort, die anderen Special Guests daheim. Das sind auch gute Gäste. Die essen eigentlich so viel weg. Wir hatten ja alle Kuchen. Ja, bis auf ein, zwei Leute. Bis auf ein, zwei Leute, aber die hatten Eis. Die hatten Eis. Nein, die haben gezeigt, gar keine Süßigkeiten. Nicht mal irgendwas, nur trockene Kekse. Oh, das ist sehr traurig. Ja. Wir senden euch Keksherzen. Ein bisschen Keks. So, Kuchen hier, Kuchen da. Ja, fein. Genau. Ich bin mein Chef. Ja. Und dann freue ich mich, wenn ihr bei mir auf YouTube rüber switcht mal und schaut. Genau. Falls ihr Simones Kanal noch nicht folgt, dann tut das jetzt. Genau. Also. Ich habe gerade versucht zu lesen, was da steht. Das ist so weit weg, ich habe meine Brille nicht auf. Genau. Wir verabschieden uns jetzt, damit wir morgen früh wieder, also Sie fit und munter, ich da, für euch da sind. Ne? Jo? Ja, genau. Genau. Simone hat morgen frei. Hat sie? Simone hat nie frei, sie hat eine Kamera. ihr Arbeitsgerät ist immer dabei. Also morgen gibt es noch Kirschblütenfotos. Also Instagram und Co. könnt ihr auch folgen. Wie gesagt, ich habe noch ganz tolle. Können Sie die benutzen? Ja, natürlich. Also falls die, die auf Instagram und auf der Website ist. Rauf da, da sind tolle Problem. Fotos vom Fernsehturm. Fotos. Alle Berliner Fans natürlich. Fernsehturm, genau. Kirschblüten. Wie heißt der Kanal? Simone Sebenich. Genau, Simone Sebenich. Genau. Wir streamen parallel. Der ist tatsächlich nicht verlinkt, weil den hatte ich noch nicht. Mhm. Aber das können wir noch reinballern. Genau. Machen wir. vielen Dank fürs Zugucken. Gute Nacht. Kommt gut nach Hause. Genau. Gut. Ja, wir seid alle zu Hause. Ja. Schönen Schuhe abtreten. Na, jetzt geht die Party erst richtig los. Wenn ihr jetzt erwischt werdet oder ihr merkt, da kommt jemand, tut so, als wenn ihr joggt. Ihr dürft joggen. Bis 0 Uhr dürft ihr joggen. Also ihr dürft euch auch joggen, eine Pizza noch holen. Ist erlaubt. Ihr könnt auch euren Hund suchen. Oder so. Ich bin gerade mit meinem Hund Gassi. Sie können ihn vielleicht nicht sehen, er ist ganz klein und es ist dunkel. Er ist gerade abgehauen. Genau. Genau. Irgendwas super. In der Art. Mhm. Genau. Oder er sagt, ich bin schon mal früh los, ich habe immer Angst, ich komme zu spät zur Arbeit. Jetzt fehlt der Abwehrbeträger zum Ablaufen. Wir können zu ablaufen. Früh fertig ist. Nein, wir sind ja perfekt im Timing. Also, entschuldige mal, 2 Minuten, ja. Wir können hier nochmal ein Outro machen. Wir können jetzt hier so.